So, jetzt eine neue Folge oder eine letzte Folge durch unseren Römerbrief. Wir kommen heute tatsächlich am Ende des Römerbriefs an. Kapitel 16, ihr könnt das gerne schon mal nachschlagen. Der Obertitel von dem Römerbrief lautete für uns, für die Predigtserie, die wir uns im letzten Jahr angeschaut haben, bis heute, das Evangelium der Gnade. Gnade als Geschenk, als unverdientes Geschenk für uns. Ein Evangelium, gute Nachricht. Ich möchte euch an der Stelle echt auch nochmal ermutigen, wenn ihr euch vielleicht gerade jetzt erst eingeschaltet habt oder das erste Mal diese Predigt hört, dass ihr über unsere Playlist auf YouTube oder auf unserer Homepage die ganze Predigtserie nachschauen oder auch nachhören könnt. Für mich war das persönlich ein Riesengewinn gewesen, dieses Evangelium der Gnade zu lehren. Vers für Vers dadurch und tatsächlich zugegeben, natürlich auch ein bisschen als ein Überblick. Ja? Sonst wären wir wahrscheinlich jahrelang da unterwegs gewesen. Und auch als Motivation, selbst mal auch da drin zu studieren und mehr davon zu lernen, was Gott uns, was Gott dir zu sagen hat. Nun, Kapitel 14, 15 und 16 bildet sozusagen den Schluss, aber auch von der Anwendung her. Kapitel 14, Annahme, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Kapitel 15 haben wir uns angeschaut, da ging es um Auftrag. Was schlussfolgert das denn, wenn wir das erlebt haben? Und Kapitel 16, da geht es um Achtung voreinander. Und Kapitel 16 ist nur ein Kapitel, wo eigentlich nicht so viel drüber gelehrt wird. Warum? Weil es viele, viele Namen gibt. Ja? Grüß den, grüß die und dann ist der Brief Schluss. Und viele hören dann auf, ja, da war da noch ein Kapitel 16, ist ja gar nicht so wichtig, oder? Aber dieses Kapitel 16 finde ich sehr, sehr mega wichtig, einfach auch, weil es da um Achtung geht voreinander. Paulus nennt verschiedene Personen und Personengruppen, Menschengruppen, Menschen. Und er nennt hier, und darauf will ich heute eingehen, er nennt hier zum einen viele Männer und viele Frauen. Und er nennt hier auch Ehepaare und Singles. Und das sind so die zwei Gruppen, auf die ich heute besonders eingehen möchte, wenn es um Achtung voreinander geht. In Galater 3, Vers 28 steht, sagt auch der Paulus, da ist nicht Jude, da ist nicht Grieche, da ist nicht Sklave oder Freier, da ist nicht Mann oder Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Und so achten wir einander. In Christus Jesus heißt es da, ja. Das ist unsere Mitte, das ist der Punkt, wo wir zusammenkommen. Vor Gott sind alle gleich, egal wer wir sind. Keiner ist besser, keiner ist privilegierter, sondern wir sind alle, ich darf es mal so ausdrücken, wir sind alle nur Menschen. Wir sind alle nur Sünder und wir brauchen alle miteinander. Du und ich und wir alle Vergebung und wir brauchen Erlösung, ja, eine Erlösung von dem, wo wir drinstecken. Und das finden wir halt nur allein im Glauben an Jesus. Und das macht uns eins. Und die Unterschiedlichkeit, die ebnen wir halt eben jetzt nicht einfach ein. Mann und Frau sind verschieden, ja? Oder Singles und Ehepaare oder Alte und Junge oder ethnische Hintergründe. Wir ebnen das nicht ein, sondern genau das macht die Sache spannend. In der Unterschiedlichkeit nehmen wir einander an, achten einander und gehen da gut miteinander um. Und das schauen wir uns heute mal an, indem wir einfach mal starten mit dem Vers 1, Römer 16, Vers 1. Und da beginnen wir jetzt ganz steil mal mit den Unterschieden, ja, die Paulus hier nennt. Paulus nennt Männer und Frauen, dass wir einander achten als Männer und als Frauen. Achtet mal beim Lesen darauf. Wir werden das jetzt auch wieder einfach mal so abschnittsweise uns anschauen. Aber achtet mal, wenn du vielleicht zu Hause bist und guckst dir dieses Kapitel nochmal an, wie viele Frauen hier Paulus nennt. Und das war eigentlich ungewöhnlich für die Zeit, in der Paulus lebte. Nun, es beginnt im Vers 1 mit der Phöbe, Schwester Phöbe.
Da heißt es im Vers 1, ich empfehle euch aber unsere Schwester Phoebe, die eine Dienerin der Gemeinde in Krenchea, das war bei Korinth, ist, damit ihr sie aufnehmt im Herrn, wie es sich für Heilige geziemt und ihr in allen Dingen beisteht, in denen sie euch braucht. Denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Sie war geachtet als Dienerin, Diakonos, ja, kommt das Wort daher. Viele Ausleger sagen, dass sie vermutlich diesen ganz wichtigen Brief, wahrscheinlich den wichtigsten Brief überhaupt, dieses Bibelteil für Europa, für Rom, dass sie das überbracht hat. Also sie war sehr vertrauenswürdig auch und sie arbeitete irgendwie auch eng mit Paulus zusammen. Es wird hier, wenn wir das hier so lesen, diese zwei Sätze, dann merkst du, diese Frau hatte viele Eisen im Feuer, vermutlich auch Verantwortung gehabt, ja, dass man sie brauchte. Sie wurde gebraucht, nicht benutzt, sondern gebraucht. Hier steht, dass sie verschiedenen Leuten beistand, sogar Paulus beistand in seinem Ministry, in seinem Dienst. Ja, let's do it together. Das ist halt eben im Grunde genommen das, worauf es ankommt. Ja? Und hier heißt es, wie es sich für Heilige ziemt. Ich weiß nicht, ob Paulus die da ein bisschen ermahnt hat und hat gesagt, hey, ja, sie ist eine Frau, aber sie trägt Verantwortung und ihr nehmt sie bitte auf, wie es sich für Heilige, wie es sich für Christen, wie es sich für Menschen gehört, die einander annehmen, die einander achten. Ja? Wenn ich so drüber nachdenke, in meinem ganzen Leben bin ich immer wieder Frauen begegnet, die echt den Karren am Laufen gehalten haben. Ob das Familien waren, ob das Gemeinden waren, ob das ganze Missionsstationen waren bis heute. Ich erzähle immer gern von Macy, ja, eine Missionarin, die ich kennengelernt habe, als ich für 2 Jahre in Afrika war. Und diese Frau, das war eine irische Missionarin, eine Single Lady, ja, da kommt man schon zum zweiten Teil des Themas heute, die hatte ganz viel Verantwortung. Dass sogar, das war so krass, dass sogar der sairoanische, also heute kongolonesische Geheimdienst Achtung hatte vor ihr. Da standen manchmal die Fahrzeuge vom Geheimdienst, also der Boss vom Geheimdienst, der kam zu ihr und hat sich ihren Rat geholt. Ja, er ist dann später auch in ihren Hauskreis gegangen. Also, und die hatte so viele Eisen im Feuer, sie hielt so vieles am Laufen. Ja, sie musste zeitweise eine ganze Bibelschule leiten. Also mega viel, was die Frau bewegt hat. Ich hatte ja damals eine Radioarbeit begonnen. Und ohne diese Frau wäre die Radioarbeit gar nicht möglich gewesen, mit all den Connections, die diese Frau gehabt hat. Das Problem war nur, dass ihre Rolle in ihrer Heimatgemeinde in Irland nicht anerkannt war. Sie hat immer gesagt, ich darf das Zeugs gar nicht schreiben in meinem Rundbrief, weil Frauen sowas nicht machen. Ja? Und die Frau war so ein Segen. Apropos Frau in Afrika. Ich habe das schon öfters gesagt. Afrika wäre ohne Frauen noch gar nicht erreicht. Weil es ganz viele Frauen waren, besonders Single-Frauen, die durch das, was sie bewegt haben in Afrika, unwahrscheinlich viel Segen gemacht haben. Hey, aktuell könnten wir jetzt zum Beispiel unsere Debbie nennen, die Debbie Trotlev. Ohne sie gäbe es kein Kemondo Weisenheim in Uganda. Die ist jetzt gerade im Moment aktiv dabei. Und da erschien jetzt auch ein Artikel in der IDEA, da hatten wir ein kurzes Video von gezeigt, ja. In Vers 3 und 5 geht Paulus auf ein Ehepaar ein, Priscilla und Aquila, sage ich gleich noch was zu. Und in Vers 6 wird zum Beispiel die Maria genannt, die viel für uns gearbeitet hat, sagt Paulus. Oder Vers 12, da grüßt er die Tryphena und die Tryphosa, die im Herrn arbeiten. Oder dann heißt es weiter, grüßt die geliebte Persis, die viel gearbeitet hat im Herrn. Nun, wenn jetzt ganz Schlaue sagen, ja, die durften ja auch nur dienen, ja. Und arbeiten. Nun, wir haben das eben bei Phoebe bereits gesehen. Das war eine andere Art. Ja, sie hat gedient. Ich diene jetzt auch gerade, ja. Aber sie hatte Verantwortung getragen. Sie hat sich eingesetzt. Oder ganz krass wird's dann im Vers 7. Da ist die Rede von
grüßt Andronikus und Junia oder Junias, meine Verwandten. Wenn Paulus übrigens Verwandte sagt, dann kann das auch einfach heißen, seine Mitbürger, also auch Juden, ja, aus den Juden halt. Meine Verwandten und Mitgefangenen, die unter den Aposteln angesehen und vor mir in Christus gewesen sind. Junia war eigentlich ein typischer griechischer Frauenname. Und wenn das hier eine Frau ist, dann achtet Paulus auch sie in ihrer Rolle, indem er sagt, die beiden, also Andronikus und Junias, die beiden seien angesehen unter den anderen Aposteln. Also eine Apostelin, ja. Ich fand es ganz interessant, dass sogar Chuck Smith, der die Calvary Chapel Bewegung gegründet hat, sozusagen, ja, die erste Calvary Chapel gegründet hat, er hat ein Buch geschrieben, The Gospel According to Grace, wo auch wir unseren Titel abgeleitet haben über den Römerbrief, der genau das hier auch mit reinbringt. Das sagen übrigens auch viele andere Theologen. Ich möchte darüber jetzt nicht lang diskutieren oder reden. Ich möchte nur sagen, und das richtet sich besonders an euch, liebe Frauen, danke, dass ihr euren Platz einnehmt in der Gesellschaft, in der Gemeinde, im Gebet, in der Mitarbeit, in der Technik, in der Seelsorge, in der Anbetung und in der Hauskreisleitung. Für uns, für mich, für uns als Gemeinde darf ich sagen, bringt euch ein. Ey, ihr seid so ein Segen und das ist so gut, dass ihr dabei seid. Und die Chapel soll ein Ort sein, an dem ihr euch auch entfalten könnt in eurem Frausein, so wie Gott euch geschaffen hat, ja? Okay, dann gibt es aber auch noch Männer, oder? Genau. Es ist unzweifelhaft, dass es Männer waren, ja? Jetzt sage ich nochmal was zu euch, liebe Männer. Es ist unzweifelhaft, dass es Männer waren, die in erster Linie Verantwortung übernahmen. Bei den Gemeindeleitern, bei den Aposteln, in der Lehre. Da werden meist Männer genannt im Neuen Testament. Und das führte nicht zuletzt dann dazu, dass die Kirche über viele Jahrtausende sehr männerdominiert war und auch teilweise Frauen unterdrückt hat. Nun, das hat sich heute verändert, sodass Frauen und Männer gemeinsam unterwegs sind. Das war damals hier zu Zeiten von Paulus, ja, das war eine echte Revolution, wenn Paulus das hier so schreibt. Und es ist auch gut. Und das entspricht auch meines Erachtens nach wieder dem, was ich vorhin gesagt habe. Gleichzeitig merke ich jetzt aber, dass das Pendel in eine andere Richtung schlägt. Ja? Was vorher an Unterdrückung, Diskriminierung war, das sehen wir ja auch in der Gesellschaft durch den Feminismus, was jetzt auf die andere Seite schlägt. Und mit dem Pendel, was auf die andere Seite jetzt schlägt, merke ich auf der anderen Seite, dass ein Stück weit auch Achtung und Anerkennung ein bisschen verloren gegangen ist für Männer und vielleicht auch, wenn ich so sagen darf, mannhaftes Verhalten irgendwo gar nicht mehr richtig erwünscht ist. Weder in der Gesellschaft noch in der Gemeinde. Und so fliehen dann viele Männer in die Karriere, um dort ihre Achtung zu bekommen. Und genau das, auch hier völlig subjektiv, auch mein Eindruck ist, genau das machen die Firmen sich zunutze, dass sie sich vor Zulauf gar nicht retten können. Ja, du bist als Mann, ja, in der Familie, da führst du halt deinen Job aus und so, oder auch in der Gemeinde bist du halt mit dabei und in der Firma wärst du gebraucht. Da darfst du dann Karriere machen, da darfst du dann deine Anerkennung bekommen. Liebe Männer, das richte ich mich besonders an euch oder an uns. Ihr habt eine Aufgabe in der Gesellschaft, ihr habt eine Aufgabe in der Gemeinde, ihr habt eine Aufgabe in der Familie und vielleicht sogar in der Politik. Euren Mann zu stehen. Und das ist mein Appell an euch, ja, und nicht nur in der Firma Führungsverantwortung zu übernehmen, sondern gerade in der Gemeinde und in der Mission. Ich habe eben gesagt, ich freue mich so total, dass wir so viele Frauen haben in der Gemeinde, die anpacken, die Verantwortung übernehmen. Aber ich glaube, es ist für unsere Zeit ganz, ganz wichtig auch, und das soll einfach auch als Achtung vor euch, und darf ich sagen, vor uns Männern sein, dass du als Mann wieder den Stier bei den Hörnern fasst und Verantwortung übernimmst und sagst, hier bin ich und ich mach das. Gott hat Männer beauftragt, auch in der Bibel, geistliche Säulen zu sein, Verantwortung zu tragen. Und mein Wunsch ist, dass
dass das auch der Fall ist. Wir haben hier auch viele Männer, die Verantwortung tragen. Aber ich merke so eine Tendenz, ja. Und wenn Paulus sagt, Männer und Frauen, dann heißt das Männer und Frauen. Dann heißt das, ja, Frauen, wir möchten, dass Frauen sich hier entfalten können und Verantwortung übernehmen. Aber das bedeutet auch, ihr Männer, nehmt eure Verantwortung wahr. Guck mal, schau mal hier, wenn Paulus hier Männer nennt, ich mache das nur mal im Überblick. Vers 8. Grüßt im Herrn den Geliebten Amplias. Oder Vers 9. Grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter in Christus, und meinen Geliebten Stachys. Grüßt Apelles und den in Christus bewährten. Grüßt die vom Haus des Aristobulus. Grüßt Herodion, meinen Verwandten. Ja, Verwandte wieder, Landsleute. Grüßt die vom Haus des Narzissus, die dem Herrn sind. Und am Schluss kannst du dann lesen Vers 21. Es grüßen euch Timotheus, meine Mitarbeiter, also jetzt kommt er von der anderen Seite, er sagte, grüßt die und es grüßen euch, also die Leute, die jetzt bei Paulus mit dabei waren, und Lucius und Jason oder Jason, ja, und Sosipater, meine Verwandten, wieder. Ich, Tertius, der ich den Brief niedergeschrieben habe, also er hatte offensichtlich einen, der ihm das niedergeschrieben hat, grüße euch im Herrn. Es grüßt euch Gaius, der mich und die ganze Gemeinde beherbergt. Es grüßt euch Erastus. Der Stadtverwalter und Quartus, der Bruder. So, mit anderen Worten, let's do it together. In unserer Unterschiedlichkeit, mit den vielen unterschiedlichen Gaben und Fähigkeiten, als gegenseitige Bereicherung, Männer und Frauen. Und nutzt diesen Ort hier. Lass uns das gemeinsam anpacken, 2021. Wenn Gott dich als Mann geschaffen, als Frau geschaffen hat, er hat dich so geschaffen, damit du dich einbringen darfst ins Reich Gottes. Und das betrifft tatsächlich auch dann Ehepaare und Singles. Ja, die Gemeinde kann man ja auch einteilen in Ehepaare und Singles. Vers 3. Grüßt Priscilla oder Prisca, je nachdem, wie man es übersetzt, und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, ein Ehepaar, die für mein Leben ihren eigenen Hals hingehalten haben, denen nicht allein ich dankbar bin, sondern auch alle Gemeinden und Heiden. Es grüßt euch die Gemeinde oder grüßt auch die Gemeinde in ihrem Haus. Das war ein Ehepaar, die waren so close, so eng mit Paulus gewesen. Ja? Das heißt sogar, sie haben den Hals für ihn hingehalten. Hey, wie klasse ist das, wenn du Leute um dich rum hast, die alles einsetzen. Und sie haben das als Ehepaar gemacht. Du kannst es in Apostelgeschichte 18 nachlesen. Sie leiteten eine eigene Gemeinde. Sie arbeiteten und reisten viel mit Paulus zusammen. Sie hatten eine Lehrgabe. Sie haben sogar diesen gewaltigen Redner Apollos an die Seite genommen und haben ihn unterwiesen, wie er die Dinge besser zu verstehen soll. So, und das sieht wirklich nicht so aus, wenn man das liest, dass Aquila mit Apollos und Paulus theologische Fragen debattierte, während Priscilla Tee und Gebäck reichte. Ja? Sondern die zwei, die haben das gemeinsam gemacht. Das war Teamwork. Inklusive dieser Gemeinde, die sie im eigenen Haus hatte. Es gibt übrigens hier in diesem ganzen Textabschnitt werden von 5 Hausgemeinden erzählt, die, von denen Paulus spricht. Oder wie gesagt, ich habe eben das bereits angesprochen, ein weiteres Ehepaar in Vers 7. Grüßt Andronikus und Junias, meine Verwandten, also dieses Apostel-Ehepaar. Oder in Vers 15 nennt er ein weiteres Ehepaar. Grüßt Philokus und Julia. Oder in Vers 23 nennt er einen Mann, da heißt es, es grüßt euch Gaius, der mich und die ganze Gemeinde beherbergt. Nun, ich glaube jetzt nicht, dass Gaius das ganz allein gemacht hat, sondern ich vermute, er hatte eine Frau gehabt. Sie haben das als Team zusammen gemacht. Nach dem Motto, hinter jedem großen Mann steht auch eine große Frau. Und manchmal ist es halt so, dass dann der eine eher im Rampenlicht steht und die andere nicht hinten dran, sondern unterstützt das, steht hinter ihm, trägt ihn mit durch. Ehe ist Teamwork. Und da geht es auch darum, dass wir als Ehepartner einander achten. Das muss ich mir auch immer wieder neu sagen. Und da versage ich auch oft häufig, ja, dass man Dinge als selbstverständlich nimmt, die einfach nicht selbstverständlich sind.
Was wir bei diesen Paaren hier sehen, diese Paare, das war so ein richtiger Synergieeffekt. Die haben sich gegenseitig unterstützt und bereichert. Und ich glaube, für Ehepaare ist es wichtig, sich immer wieder neu zu fragen, was ist unser Auftrag? Oder wie können wir unsere Ehe ausbauen als Segen für die Welt? Sarah und ich sind völlig unterschiedlich. Und sowas kann entweder zum totalen Bruch führen oder sich wunderbar ergänzen. Wir haben mal ausgerechnet, wir sind jetzt genau ein halbes Leben zusammen. Und wir haben es zugelassen, dass wir zu einer Einheit geworden sind, indem wir uns gegenseitig bereichert haben. Weißt du, dabei stehen wir nicht gemeinsam auf der Bühne als hippes Pastoren-Ehepaar mit Lederjäckchen und Quotenteilung. Ja. In der Regel seht ihr mich vorne, auch jetzt wieder, auch die meisten Predigten. Ja. Aber ich sage euch eins, ohne Sarah, ohne meine Frau, gäbe es keine Chapel. Ohne Sarah hätte ich längst ein Burnout gehabt, weil ich oft die Grenzen nicht sehe. Und ich habe gerade im letzten Jahr erlebt und miterlebt, dass einige Pastoren hingeschmissen haben. Entweder weil die Ehe zerbrochen ist oder die Frau einfach gesagt hat, ich kann das nicht mehr mittragen. Das ist verständlich. Einfach, dass man diesem Druck manchmal nicht mehr standhält oder dieser Verantwortung nicht mehr standhält oder einfach sagt, ey, ich will nicht immer mit Dreck beworfen werden. Ja, das ist nicht immer, aber wisst ihr, da ist es verständlich und da ist es mega stark, eine Frau zu haben und hey, das kann ich wirklich zur Ehre Gottes sagen, aber auch zur Ehre meiner Frau, dass sie immer gesagt hat, ich bleib dran, solange Gott das will. Und ich stehe weiterhin dazu. Und ich bin da echt richtig begeistert. Wir sind eine Einheit. Wir sind eine Einheit, wie Priscilla und Aquila. Nur halt eben anders. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Bitte, wenn du jetzt als Mann sagst, ja, ich hätte aber gerne eine Priscilla oder ich hätte aber gerne eine Junial Apostolin oder keine Ahnung, was auch immer. Nein, du hast keine Priscilla, du hast auch keine Junia, du hast die Frau, die du hast. Und da geht es darum, dass wir einander achten und dass ihr die DNA, den Code findet, wie ihr als Ehepaar am besten arbeitet. Und weißt du, Gott hat mir genau die Frau gegeben, die ich brauche. Und diesen Wert zu erkennen, ja, zu sehen, das zu achten, das ist mega und das ist wirklich stark. Und da lasst uns auch einander achten, auch in der Gemeinde. Nicht, dass wir sagen, oh, dieses Ehepaar macht aber das und das nicht und die sollten doch das machen, sondern, hey, auch da wieder, jedes Ehepaar hat ein Stück weit eine andere DNA. Ja? Wir achten einander, aber wir sind unterschiedlich und wir müssen einen Weg finden, wie wir miteinander umgehen und wie wir das Leben gestalten und wie wir auch in der Gemeinde unterwegs sind. Und das ist wichtig für Ehepaare, für Familien und das ist wichtig für Singles. Ehrlich, ich weiß jetzt nicht, ich habe eben gesagt, ob das jetzt alles Singles sind, die hier genannt werden. Im Vers 1 Schwester Phoebe, im Vers 5 der geliebte Epäneteus, der einer der ersten von Achaia, der sich da bekehrt hat. Oder Vers 6 die Maria, die viel gearbeitet hat. Oder im Vers 8 der Amplias und der Urbanus und der Stachys und so weiter, wer da alles genannt wird. Das wissen wir jetzt nicht, ja. Wir können das jetzt erahnen, aber ich glaube, viele von denen waren Singles gewesen. Viele von denen waren unterwegs gewesen, um Reich Gottes zu bauen, gemeinsam mit Paulus. Vers 13, Rufus und Vers 14, Asynkritus, Blegon, Hermas, Patrobas, Hermes und so weiter, ja. Auch hier nochmal zu unserer Gemeinde. Ich finde es ganz, ganz stark, ich habe es eben bereits gesagt, dass so viele Singles hier in der Gemeinde sind. Und es ist jetzt mal egal, ob du 20 bist oder 30 bist oder 50 bist, Singles können so viel bewegen.
Ich habe es eben bereits gesagt, ja, wir sind die Hälfte unseres Lebens bereits verheiratet, aber wir sind auch die Hälfte unseres Lebens waren wir Singles. 28 Jahre lang. Und weißt du was? Wir waren happy. Wir waren glückliche Singles gewesen, jeder für sich. Und in diesen Jahren sind so viele Dinge in unser Leben reingelegt worden, so viele Visionen, so viele Bereicherungen, Gaben konnten sich entfalten. Und ich möchte dich an der Stelle ermutigen. Du bist Single. Nutz jeden Tag als Geschenk. Ich weiß, das Jahr 2020 war vielleicht jetzt nicht gerade so prickelnd. Ich habe mit einigen Singles auch gesprochen, die gesagt haben, Mensch, ja, Lockdown, das ist vielleicht für eine Familie echt eine ganz andere Art der Herausforderung. Aber für mich als Single, ich sitze allein in meiner kleinen Wohnung. Vielleicht noch die Einzimmerwohnung. Ja, es war mit Sicherheit eine Herausforderung. Aber ich habe auch mit einigen Singles gesprochen, die haben gesagt, dieses Jahr war so stark, weil Gott hat nochmal ganz neu zu mir geredet und ich habe nochmal ganz neu Dinge verstanden, worum es eigentlich geht. Da gab es welche, die haben eine neue Berufung bekommen für ihr Leben. Die waren bereit, einen neuen Schritt zu gehen. Die waren bereit, irgendwas ganz Neues anzupacken. Ich möchte dich ermutigen, und das ist mir echt eine große Ermutigung, zu sagen, du bist Single. Und das heißt nicht, dieses Wort Single heißt ja allein, das ist ja fast schon so, okay, ich bin Single, also bin ich kein normaler Mensch oder was. Nein, du bist auch kein Single. Du bist eine eigenständige Persönlichkeit und Gott hat dich so geschaffen. Und es braucht nicht noch eine Ergänzung, damit du vollwertig bist, ja. Manche sind ja auf der Suche nach ihrem persönlichen Himmel. Ja, wenn ich dann mal einen Partner habe. Hey, ich kann dir sagen, dein persönlicher Himmel, den hast du schon. Das bist du in deiner Persönlichkeit, so wie Gott dich gemacht hat. Und das möchte ich achten. Das möchten wir auch als Gemeinde achten. Das möchten wir fördern. Ja? Ich finde das jetzt zum Beispiel auch, da gab es heute eine Ankündigung nochmal, zur Encounter, zu unserer jungen Erwachsenenarbeit, wo ganz viele Singles auch mit dabei sind. Da ist so eine Power, so eine Dynamik da drin. Ja? Es ist gut, dass ihr da unterwegs seid und den Unterschied machen könnt. Ich habe übrigens mal nachgeschlagen, was das Wort Encounter im Deutschen, wofür das eigentlich steht. Da heißt es, ein Encounter ist eine Gruppenselbsterfahrung, die von Offenheit, Ehrlichkeit und Direktheit geprägt ist. Und zudem eine ehrliche Konfrontation mit sich selbst ermöglichen soll. Deshalb wird der Gruppenencounter auch Game of No Games genannt. Ein Spiel, bei dem keine Spielchen gespielt werden. Ja? Also einfach mal zu sagen, hey, Gott hat mich so geschaffen und ich darf jetzt hier stehen. Und weißt du, der Vorteil ist ja, du musst niemanden fragen, ob du nach links oder nach rechts gehst oder wohin du gehst. Du kannst einfach sagen, so, und hier bin ich und hier bist du, Gott. Paulus sagt an einer Stelle, wer verheiratet ist, der schaut, wie er der Frau gefalle. Wer Single ist, der schaut, wie er dem Herrn gefällt. Ja, also es hat viele, viele wunderbare Vorzüge, verheiratet zu sein. Ja, das ist immer so schwierig, wenn man so das ein oder andere abwägt. Aber ich möchte dir als Single sagen, ja, hey, du kannst alleine entscheiden. Und du kannst sagen, so Gott, was hast du vor mit diesem Leben, in dem ich stehe? Lass 2021 zum Jahr werden, wo ich ein Segen sein darf für andere Menschen. Und da möchte ich dich achten. Da möchten wir euch als Singles achten. Und da wollen wir einander achten, auch als Singles, den Ehepaaren, den Familien. Merkt ihr, darum geht es hier. Und am Schluss möchte ich noch Vers 17 lesen, da heißt es, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken, im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Das heißt, wir achten darauf, dass wir nach dem leben, was wir hier lernen, gerade hier, jetzt heute, zum Beispiel, einander zu achten. Aber wisst ihr, wir achten auch, wir wollen auch als Gemeinde darauf achten, auf diejenigen achten, die diese Achtung nicht haben. Ja, vielleicht da, wo halt das nicht geachtet wird, dass es die unterschiedlichen Dinge gibt. Und wo es da vielleicht Menschen gibt, die da sogar gegenreden. Ja, Paulus wird hier ziemlich krass.
Er sagt hier in Vers 18, denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Und durch wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. Also wir müssen uns immer hinterfragen, wenn da diese Nichtachtung da ist, sogar ein Aburteilen da ist, sogar vielleicht noch zu theologisches Rundermachen da ist. David Gussig sagt, ein Ausleger, solche Menschen geben sich als die Verteidiger der wahren Lehre, doch wie auch immer sie von außen erscheinen mögen, ihre Motive sind im Wesentlichen egoistisch und fleischlich. Und dann sagt Paulus im Vers 17 tatsächlich, solche Menschen meide. Mit anderen Worten, achten wir darauf, mit was für einem Spirit, mit was für einem Geist wir unterwegs sind. Das könnte man jetzt auch ausführen mit Alten und Jungen. Die werden ja auch oft ausgespielt gegeneinander, ja? Auch das darf nicht sein. Da müssen wir schauen, wie können wir das gemeinsam machen? Wie können wir da gemeinsam unterwegs sein? Und in dem Gehorsam leben wir, Vers 19. Denn euer Gehorsam ist überall bekannt geworden. Darum freue ich mich euretwegen. Möchte aber, dass ihr weise seid zum Guten und unvermischt bleibt mit dem Bösen. Das sind mahnende Worte am Ende des Briefes. Am Ende dieses Evangeliums der Gnade. Aber der Punkt ist, denken wir nicht, dass wir das einfach in die Wiege gelegt bekommen. Darauf haben wir auch bei der Annahme gesprochen. Ja? Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Da geht es nicht darum, ja, piep, 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 wir haben uns alle lieb, sondern da geht es darum, dass wir diesen Wert erhalten, dass wir alles daran setzen, dass sich das entfalten kann. Dass wir Achtung voreinander haben, dass wir einander annehmen, aber dass wir dem auch wehren, wo falsche Dinge in die Gemeinde reinkommen, die genau eine andere Richtung einschlagen. Ja? Im Vers 20, der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter eure Füße zermalmen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Jesus hat ja das getan. Ja? Das steht auf den ersten Seiten der Bibel. Jesus ist gekommen und hat, bildlich gesprochen, der Schlange den Kopf zertreten, indem er uns erlöst hat. Und es hat ihn alles gekostet. Alles gekostet, damit du dich als Mann, als Frau in deiner Identität entfalten kannst, indem du wachsen darfst und reifen kannst, indem du als Single dein Leben führen kannst, was Gott gefällig ist, indem ihr als Ehepaar das tun könnt, was Gott will und es nicht zulasst, dass der Teufel da reinkommt und Dinge durcheinander schmeißt. Es hat Jesus alles gekostet. Er hat sein Leben hingegeben, damit wir Leben haben können in der Fülle. Aber das bedeutet auch, wir leben mit ihm. Wir sind immer wieder von der Gnade abhängig. Wir bereichern einander. Und wir lassen es nicht zu, dass da irgendwas zwischen uns und Jesus kommt. Und dafür möchte ich jetzt noch beten. Und ich möchte euch jetzt am Schluss dieser Serie unter den Segen Gottes stellen. Und dieser Segen Gottes, Paulus endet häufig seine Briefe mit dem Segen. Und den Segen spreche ich aus über dir, den Paulus hier über die Gemeinde in Rom ausspricht. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen, mit dir als Single, mit dir als Ehepartner, mit dir als Mann, mit dir als Frau. Dem aber, der dich, der euch zu festigen vermag, laut meinem Evangelium, was ich euch weitergegeben habe. Gemäß dieser Offenbarung, das für viele ein Geheimnis war, das aber jetzt offenbart ist. Und das ist mein Gebet, dass das, was vielleicht so ein bisschen ein Mysterium für manche Leute ist, dass es einfach offenbar wird, das ist auch Ziel dieser Predigtserie, dass das für dich Licht wird, offenbar wird. Also nochmal, dem, der dich festigen vermag, laut diesem Evangelium. Ihm, dem allein weisen Gott, sei die Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Und das ist mein Gebet für dich, dass Gott dich segnet und dass Gott seine Hand über dich hält und dass du ihm dein Leben völlig weihen kannst und dass er einen guten Plan hat mit deinem Leben. Amen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir von Herzen Gottes Segen. Alles Gute. Hey, sei gesegnet. Du kannst weiterhin hier mit uns unterwegs sein. Es gibt weiterhin auch Predigtserien. Und wenn du Fragen hast, dann melde dich doch einfach bei uns. info@citychapel.de.
Da wird dir geholfen. Wenn du Gebet brauchst, dann wende dich an unsere Adresse gebet@citychapel. Da stehen die Leute zur Verfügung. Und wenn du irgendwas von Gott bekommen hast, dass du sagst, da würde ich mich gerne investieren, da möchte ich als Mann, als Frau, als Single, als Ehepaar mitmachen, dann melde dich bei uns. Du bist hier herzlich willkommen. Alles gut und Gottes Segen. Tschüss.